eine Mulde gewesen, hier bei 12 Uhr. Von da bin ich gekommen, ganz hinten, den Berg kam entlang. Und hier ist auch noch eine. Aha. Ganz toll, hey. Oh mein Gott, das ist für ein Weg, der da von einem Tier gelaufen ist. Dann kann man da hochlaufen oder hier runterlaufen. Aha, tatsächlich. Warum das so ist. So, jetzt filmen wir nochmal hoch. 12 Uhr. Loch 1 war bei 11 Uhr oben. 12 Uhr das nächste Loch unterhalb vom Berg. Und wenn ich jetzt ein wenig rumfilme, befindet sich hier bei 12 Uhr das nächste. Und dort unten gibt es noch mehr zu sehen. Das ist unnatürlich. Wird unnatürlich. Pelzig, da ist etwas. Ganz oben, ich bin jetzt in genau der Richtung. Erstes Loch, zweites Loch, hier das dritte Loch. Und genau in diesem Winkel auf, in diesem Schrägwinkel, das nächste Loch. Wobei weiter unten sieht es dann hier noch nach dem Weg oder schon was aus. Aber nicht hier geht, da hängt so viel Holz schräg. Das ist mir zu gefährlich, aber da ist irgendwas gewesen. Nach dem vierten Loch. So können wir noch drüber gehen. Stück für Stück kommen wir vorwärts und sehen das nächste große Loch. Wollte ich eigentlich nicht hingehen, aber von der Seite aus ist es kein Problem. Tja, so, und hier unten haben wir den Weg, den ich gehen muss.